Der Krypto-Gaming-Sektor wird 2024 eines der größten Narrative im Krypto-Space sein und auch das lukrativste Invest in Kryptowährung 2024. Das könnt ihr mir schon mal glauben. Neben den KI-AI-Coins wird dieser Sektor die meisten Millionäre hervorbringen. Warum das so ist, klären wir im Video. Ich werde euch einige Kryptowährungen vorstellen, die meiner Meinung nach das meiste Potenzial haben. Zum Schluss habe ich auch noch ein sehr, sehr interessantes Presale-Produkt für euch. Der Presale startet heute. Auch da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wenn ihr Lust habt, mehr über Kryptowährung und die Investitionen in Kryptowährung und diverse Altcoins in 2024 zu bekommen, lasst diesem Video sehr gerne einen Kommentar, ein Like und natürlich ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, oh Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Wir gehen direkt rein, liebe Freunde. Es ist Donnerstag. Wir haben es fast geschafft. Die Woche ist bald rum. Wir kümmern uns wieder um das Thema Kryptowährung. Und heute ist nochmal speziell der Gaming-Sektor dran. Ich kann es wie im Intro nur nochmal wiederholen. Hier werden die meisten Prozente gemacht. Neben den KI, AI-Coins natürlich. Hier unten die Finger immer hin und her, wie so ein Scheibenwischer. Spaß muss auch sein an dieser Stelle. Wir gehen gleich drauf ein. Kurz ein Update zum Kryptomarkt. Seht euch das einfach an. Bitcoin 52.000 US-Dollar gefühlt. Ewigkeiten her, dass wir solche Kursmarken hatten. Ich genieße es einfach nur. Ich schaue gerne ins Portfolio. Nichtsdestotrotz kann man auch in dieser Marktphase investieren und natürlich, wie ihr schon merkt, in den Gaming-Sektor. Denn da sind die Marktkapitalisierungen noch so gering, dass da so viel möglich ist, sich da jetzt gut aufzustellen und für den Bullrun 2024, 25, wann immer der auch so richtig losgeht. Denn das ist schon ganz gut, was hier passiert, aber noch lange nicht alles. Glaubt es mir, da geht noch viel, viel mehr, um sich da gut zu positionieren. Gehen wir kurz drauf ein. Gestern hatte ich es gesagt, der Bitcoin Fear and Greed Index wird sich irgendwo bei 75 einpendeln. Heute mit ein bisschen Verspätung ist er bei 75. Fear die Angst, Greed die Gier, momentan absolut gierig der Markt bei 75. Man sagt, irgendwo zwischen 80 und 90 sollte man dann schon daran denken, Gewinne mitzunehmen, weil das dann überhitzt ist, weil der Markt dann nach einer Korrektur schreit. Aber ich tue dies momentan noch nicht. Wie gesagt, meine Orders laufen einfach. Ich habe momentan keinen Druck, irgendetwas zu verkaufen. Wenn du jetzt neu im Space bist, würde ich raten, auch wenn ich keine Anlageberatung mache und natürlich auch kein Finanzanlageberater bin, würde ich mir das Ganze erstmal anschauen, denn wartet auf eine Korrektur. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass ihr euch gleich zum Anfang die Finger verbrennt. Seht euch das einfach an. In einem Monat 21%, das macht beim Bitcoin natürlich vom Low von 38.000 US-Dollar bis 52.000. Das ist schon echt Wahnsinn. Dann gehen wir nochmal auf einen Post ein, der hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht vom guten Robin HD. Wie geht es eigentlich den Menschen, die vor 2 Jahren erzählt haben, dass Bitcoin noch auf 9.000 Dollar fallen wird und sie erst dann kaufen würden? Ja, auch da erkenne ich so einige Parallelen zu einigen Leuten wieder. Auch ich habe vor einigen Monaten die 12.000 Dollar noch so in den Raum geschmissen, weil wir das charttechnisch in unserer Gruppe, da könnt ihr sehr, sehr gerne reinkommen, kommt mal in die Telegram-Gruppe. Unser Chartanalyst hat das damals noch gesehen. Ich glaube, das ist nun vom Tisch, dass Bitcoin hier nochmal auf 12.000 oder 20.000, selbst 30.000, kann ich mir nicht mehr vorstellen, fallen wird. Und trotzdem habe ich dann immer gesagt, Leute, jetzt haben wir noch die Chance, günstig einzukaufen. Und ich hoffe, das haben auch viele genutzt. Auch der gute Dan, ein guter Bro von mir, hat 7.300 Abonnenten. Auch da, Grüße gehen raus. Gehen wir auf den Gaming-Sektor. Der Blockchain-Gaming-Sektor, wie sind die Aussichten für 2024? Doch was erwartet den Sektor der Krypto-Games im neuen Jahr? Viele Experten für den Gaming-Sektor sind durchaus optimistisch. So gehe man davon aus, dass viele neue Spiele mit immer besserem Gameplay auf den Markt kommen und erscheinen werden. Das ist auch das Ding. Wer sich noch an Sandbox oder Decentraland erinnert, das war, ja, wie heißt das mit diesen Pixeln hier, was die Kinder immer spielen, komme ich jetzt nicht drauf. Minecraft
was die da spielen. Und es wird immer besser und die Forschung, die Entwicklung wird immer weiter vorangetrieben und auch große wie EA Sports, die werden langsam darauf aufmerksam. Spielt wird immer auf der ganzen Welt und das rund um die Uhr. Und die richtige Mainstream-Akzeptanz wird dort auch erst noch kommen. Die Investitionen in den Blockchain-Gaming-Sektor und Metaverse-Sektor seien 2023 gegenüber den 7,6 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2022 investiert wurden, zwar deutlich zurückgegangen, dennoch habe der Sektor laut DAppRadar im vergangenen Jahr eine dynamische Investitionslandschaft erlebt und es ist weiterhin mit massiven Zuflüssen zu rechnen. Und davon bin ich extrem überzeugt. Wenn wir uns auf CoinGecko mal den Gaming-Bereich ansehen, der gerade auf 26 Milliarden US-Dollar gesprungen ist, der war vor einigen Monaten, seitdem ich mich intensivst damit beschäftige, noch weit unter 20 Milliarden. Das heißt, ihr seht, was da los ist und dass das immer noch nicht so viel ist, das ist noch nicht viel Geld. Und seht euch allein diese Kurssprünge an. Das ist das, was ich meine, warum damit Millionen verdient werden. Natürlich, das Investment in so eine Kryptowährung muss trotzdem hoch sein. Das schaffst du nicht mit 1000 US-Dollar. Mit 10.000 Dollar sieht das schon anders aus. Aber wer traut sich das schon wirklich, 10.000 Dollar in eine einzelne Kryptowährung zu stecken? Dann gehört schon viel dazu, würde ich natürlich auch niemanden raten, es sei denn, man hat das Geld und es juckt dich einfach nicht. Aber seht euch allein diese Kurssprünge in der letzten Zeit an. Heroes of Mavia zum Beispiel, 93% in den letzten 7 Tagen. Auch in den letzten 24 Stunden sind Kurssprünge drin. Die siehst du bei den großen Kryptowährungen wie Ethereum, Cardano, Polkadot. Da siehst du die nicht. 11% WACMI Games zum Beispiel, 108% in 7 Tagen, Raini. Also das ist hier möglich. Um jetzt nur mal schnell ein paar vorgestellt, bevor ich zu diesem interessanten Presale komme, weil auch immer viele Leute wollen wissen, ja, welche hast du auf dem Schirm, wo gehst du rein? Der erste ist XAI. Diese Kryptowährung habe ich definitiv auf dem Schirm. Marktkapitalisierung 292 Millionen US-Dollar, also das ist alles weit unter einer Milliarde und das ist für den Bullrun für jede dieser Kryptowährung ohne Probleme zu schaffen. Der nächste ist Vulcan Forge mit dem Ticker PYR, 163 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so explizit drauf ein. Wenn ihr über diese Kryptowährung mehr wissen möchtet, dann checkt sehr, sehr gerne meinen Kanal ab. Das wird heute nur ein schnelles Video zu diesem Sektor und zu diesem Bereich. Guild Guide Games, 146 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, Shrapnel, ein mega Projekt, was ich auf dem Schirm habe, Platz 336. Ihr merkt auch, wie weit hinten die sind. Nakamoto Games, das wird so krass rasieren. D-Race, ein Pferderennspiel, gerade für die Scheichs, auch der asiatische Raum, Marktkapitalisierung 50 Millionen. Also je weiter hinten, umso größere Kurssprünge sind da möglich, umso mehr Geld kannst du damit machen, ist einfach Fakt. Raini, wie ich gerade vorgestellt hatte und so weiter und so fort. Auch natürlich der Gamercoin, Gamer Arena, zieht euch diese Kryptowährung alle rein. Ihr seht die übrigens auch auf meiner Watchlist. Wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt, teile ich immer meine Watchlist. Da habe ich die alle drin. Den Trias Token zum Beispiel auch. D-Rays, wie ich gerade gesagt hatte. Aber auch viele AI, KI Kryptowährungen drin sind. Und jetzt kommen wir auf einen Presale, der sich wirklich lohnen kann. Der auch momentan viel Welle macht auf YouTube. Hier habe ich mir das mal angesehen. Und zwar Obius, ein deutsches Startup, stellt sich hier vor, seht euch das gerne mal an, geht 33 Minuten, aber wir sehen uns mal die Webseite an. Und zwar hat Obius extremes Potenzial für ERP und Web3, das heißt Firmen aus der realen Welt, aber auch aus der Kryptowelt können hier auf Obius vom Kryptospace profitieren. Obius hat auch einen Wettbewerb gewonnen, wo mehrere Startups dran teilgenommen haben, wird finanziert auch von Fördergeldern oder mit Fördergeldern. Die IHK ist dort auch mit am Start und der Presale läuft momentan auf der Webseite von Obius.
Sie wird dann wohl irgendwann der Token dezentral gelistet, natürlich dann auch irgendwann das Listening auf Börsen. Obius ist eine Blockchain, die basiert auf dem ERP-Softwaresystem und ist eine All-in-One-Softwarelösung für Unternehmen mit extremem Potenzial. Der Prozess, der Arbeitsablauf wird verfolgt, beginnend mit dem Wareneingang und endet mit der Rechnung, also auch Rechnung erstellen. Alles hier voll automatisiert auf der Blockchain zur Verfügung gestellt, quasi unveränderbar. Das ist natürlich das, für was unser Crypto-Space steht. Unser Krypto-Warenhaus ermöglicht es, den Überblick über alle verwendeten Wallets und Smart Contracts zu behalten. Auch das White Paper ist hier natürlich einsehbar. Das ist immer sehr wichtig, finde ich, für ein Krypto-Startup. Das ja, sollte auch jeder haben. Die ganze Sache ist auch reguliert und lizenziert. Man kann das Ganze mit SAP quasi vergleichen, Softwarelösung für Firmen, die da erstellt werden. Aber das Ganze basierend auf der Blockchain. Und ich finde, das hat wirklich Potenzial. Deutsches Startup finde ich auch sehr, sehr wichtig. Über das sogenannte Krypto-Warenhaus erhalten Firmen hier Zugang, wie ihr hier an der Seite seht, auch zu dem Rohstoffmanagement, Rechnung erstellen. Alles Mögliche kann dort quasi verbessert werden. Und das schafft einen echten Wettbewerbsvorteil für Unternehmen oder kann ihn schaffen, wer das natürlich nutzt. Das Ganze, wie gesagt, momentan im Presale. Es gibt auch Twitter-Auftritt, Telegram, alles Mögliche. Ja, wie das heutzutage ist im Social-Media-Bereich. Wenn ihr am Presale teilnehmen wollt, müsst ihr euch einen Account erstellen, ganz einfach mit E-Mail. Ihr verifiziert die E-Mail dann. Ihr könnt auch noch ein KYC-Verfahren abschließen oder besser gesagt müsst es abschließen. Und dann kommt ihr hier auf diese Seite und könnt den Token kaufen. Ein Obius-Token kostet momentan 18 US-Dollar-Cent. Ich denke, dass das wirklich sich lohnen kann, da zu investieren, weil das Ganze in Sachen Real-World-Assets, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, wirklich Zukunftspotenzial hat. Also nicht nur an heute denken, an den Preis denken, sondern denkt wirklich langfristig dran und dann kann man sich echt mal ein paar von diesen Token in die Wallet legen. Werde ich mit Sicherheit auch noch machen, habe ich noch nicht gemacht, muss ich auch ehrlich und transparent sagen. Wie gesagt, bin ich heute erst darauf aufmerksam gemacht worden. Haut mir eure Meinung zum Video in die Kommentare. Bleibt auf jeden Fall, wäre jetzt so meine Empfehlung, entspannt, lehnt euch zurück, seht, was die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage passiert und kauft meinetwegen dann nochmal ein. Deswegen verbrennt euch nicht die Finger im Crypto-Space, ist uns sicherlich allen schon mal passiert. Bleibt auf jeden Fall, was den Crypto-Space angeht, entspannt diese Tage, diese Stunden und glaubt mir, in den nächsten Tagen werden wir hier andere Kurse sehen. Die Gewinnmitnahme wird kommen und dann kann man immer noch mal einsteigen. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen und meinen Kanal, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr euch über Pionex oder BitGet anmeldet. Das sind wirklich, die kann ich ruhigen Gewissens empfehlen, sehr, sehr gute Börsen. Gerade Pionex könnt ihr euch auch aufs Handy runterziehen, alles auf Deutsch. Hier gibt es Trading Bots und ihr bekommt hier kleine Small Caps Kryptowährung. Genau wie bei BitGet, da habe ich zum Beispiel Optimism oder Nakamoto Games mit zugelegt. Also, das würde mich extrem unterstützen. Natürlich ein Kommentar, vor allem ein Like für den Algorithmus. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Peace. Lass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto-Night-Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.